einen schönen guten Morgen. Freut mich hier bei Ihnen in Wien zu sein. Wir haben in diesem Frühjahr erleben müssen, dass Waldbrände in Kanada, in Spanien die Abendsonne rot färben. Wir haben zeitgleich erlebt, dass in Spanien selber die Wälder gebrannt haben und Menschen fliehen mussten. Und in Kasachstan die Waldbrände dazu geführt haben, dass Menschen ums Leben gekommen sind. Dieses Frühjahr war nur eine Klimabestandsaufnahme, aber sie hat gezeigt, die Klimakrise betrifft alle Länder auch unseres gemeinsamen europäischen Raums, und zwar über Kontinente hinweg. Die Klimakrise ist eine unserer größten Sicherheitsgefahren auf dieser Welt. Sie ist auch eine unserer größten Sicherheitsgefahren auf unserem europäischen Kontinent, auf unserem asiatischen Kontinent.